Hallo zu den schrägen News der KW 49 im Jahr 2018. Meine Themen die Woche waren: Das Model 3 kommt im Q1 2019 nach Deutschland und in der Schweiz darf man schon konfigurieren. Und Laden kostet demnächst nur noch 2 Cent die Minute. Und bei mir ist der Kona da. Ja, wie immer, Hinweis, dies ist eine Dauerwerbesendung, heute sogar sehr viel Werbung, habe ich festgestellt. Okay, ja, der Samstag, da ging es nochmal hier um Abzocke an der Tankstelle, ganz einfach, weil weiterhin die Spritpreise steigen, obwohl eigentlich die Rohölpreise sinken. Na, ist kein direkter Zusammenhang, nein, Weihnachtsgeschäft, so langsam. Es gibt auch tatsächlich jetzt Betrüger, die den Dieselskandal ausnutzen und Fake-Umrüstungen machen und sowas. In Kalifornien ist weiterhin nach den Waldbränden jetzt die Fluten. Und nein, es gibt keinen Klimawandel. Nein, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, laut Trump. Aber es gibt den Klimawandel, ja. Ketka streicht jetzt 200 Jobs, kommt dann aber in die Gewinnzone und kann dann wieder Catcars herstellen. Kettler heißt der Hersteller und das Auto heißt Catcar und das wird demnächst elektrifiziert, oder? Ne, haben sie noch nicht gesagt. Das ist alles mit Kette. Kette, Catcar, ne? Ja, Kuka gibt auch Garantie, dass niemand entlassen wird. Okay, und die Dinosaurier kehren zurück. Das heißt nur, wenn die Elektroautos kommen und so viel Strom brauchen, brauchen wir auch wieder Atomkraft. Jetzt lassen wir mal diesen ganzen Quatsch hier weg. Also es war ja auf jeden Fall am Wochenende dieses 24-Stunden-Rennen. Da hatte ich leider diesmal weniger zu tun in Oschersleben. Und das sind die Gewinner. Tesla Roadster, Classic, cool. Hyundai Kona, Zoe, Ampera E, Ioniq, Zoe, Twike 3, BMW i3S und dann der erste Tesla. Ja, das war kein Tesla-Rennen. Tja, es war nämlich die Ladeleistung limitiert und dann musste man entweder einen Umsetzer haben von Wechselstrom auf Gleichstrom, sodass man damit CCS oder schnell laden konnte, das war aber auch schon ein bisschen, oder ein Auto wie hier, die Zoe und so, die direkt die 22 kW kann. Ja, wird es auf jeden Fall nochmal geben. Wer sich näher informieren kann, kann sich nochmal dem Link folgen. Ja, ich habe leider das Rennen nicht verfolgt. Ja, bei uns hier in Baden-Württemberg geht es auch drum. Unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann war ja gegen diesen Digitalpakt, der da geschmiedet werden soll, die Grundgesetzänderung. Und der hat er dann ja auch durchgesetzt später. Es ging ihm irgendwie zu weit. Geld sollten sie schon zahlen, aber die Grundgesetzänderungen, nein, der Föderalismus muss bleiben. Merkel auf der anderen Seite zieht jetzt ganz stark an bei der künstlichen Intelligenz. Deutschland soll Vorreiter in der künstlichen Intelligenz wieder werden. Und oh ja, sie hat es in ihrem Videopodcast erzählt. Ah, ich habe schon lange ihren Videopodcast nicht mehr angeguckt. Na gut. Und da hat sie wohl gesagt, alles, was digitalisierbar ist, wird auch digitalisiert. Nur nicht übertreiben. Ja, hier ist übrigens von Nextmove noch der Twitter-Tweet, dass sie auf dem 13. Platz gelandet sind mit einem Smart 4.4 und ich habe gar nicht gewusst, dass ein Smart 4.4 so toll an Typ 2 AC laden kann. Ja, leider wollten ihr Ioniq, den sie einsetzen wollten, den Kona wollten sie einsetzen, wollten aber dann mit DC laden und hatten ihren Umsetzer AC-DC, der hat nicht funktioniert, habe ich jetzt vorhin gehört in den Next News. Das war das Problem, aber immerhin interessant, also ein 4.4 habe ich mir auch noch nicht gefahren, sollte ich vielleicht auch mal tun. Ja, hier so sieht es übrigens aus, wenn zu wenig Wasser im Rhein ist, ne? Und das ist ja der Grund, warum hier die Tanklieferungen an die Tankstellen mit dem Benzin und Heizöl und so weiter nicht richtig funktionieren und warum die Preise gerade bei uns weiterhin steigen. Ja, und der Regen, der jetzt die ganze Zeit ist, hat das wohl auch noch nicht sonderlich verändert. Keine Ahnung, wie viel es regnen müsste, dass das besser wird. Na, die letzten Tage hat es schon geregnet, das muss eigentlich schon sein. Okay, soweit mal der Vorgeplänkel hier mit anderen Themen. Diese Woche war die Woche des Model 3. Das fing schon an am Dienstag, dass es nämlich jetzt einen Dachgepäckträger gibt oder gab, weil er schon wieder ausverkauft ist. Also nach diesem Sunshade, was es ja schon gab, und den Key Fob, gibt es jetzt noch im Zubehörshop einen Dachgepäckträger. 450 US-Dollar.
Aber er wird irgendwie da befestigt. Da muss es irgendwelche Befestigungsösen, Teile geben. Ich weiß nicht, was auf meinem Model 3 da ist. Könnt ihr ja mal nachgucken, ihr Model 3-Besitzer. Und war schon ausverkauft, ist also eine Marktlücke. Ansonsten war ja die Sache mit dem CCS schon letzte Woche und hier wurde ein Auto jetzt auch gesehen in Europa, was CCS hat. Nein, es war irgendwie reingebaut, hieß es dann später. Es wurde wohl bloß ausprobiert, weil so wird es nicht funktionieren können, dass der normale Typ 2 DC-Stecker da reingesteckt wird und das Auto dann lädt. Und dann kam auch raus, dann immer die Mitarbeiter fragt, ja, das war ein umgebautes Fahrzeug, da wurde wohl noch was anderes ausprobiert. So wird das nicht funktionieren. Ich habe euch das hier nochmal vergrößert. Seht das auch, das ist da so reingebaut und ein bisschen hochversetzt. Obwohl natürlich die Vermutung ist, dass man die Pins nur richtig verbinden müsste und dann würde das tatsächlich auch wieder funktionieren. Ich habe auch wirklich die Vermutung, dass das alles nur durchgeschleifte Pins sind. Auch die Ladelösung da vom Model 3. Ich glaube, ist auch nur durchverbunden, da ist gar keine Intelligenz oder Elektronik irgendwie drin. Ja, wir werden sehen. So, und was interessant war, die Telekom steigt jetzt ein in Stromverkaufen. Telekom Strom, mich wunderte es. Ich meine, sie haben ja schon angekündigt oder machen sie auch schon an ihren Verteilerkästen jetzt auch Ladesäulen anzubauen, einzubauen, umzubauen. Keine Ahnung, wo die immer den Strom daher kriegen, aber okay. Wahrscheinlich haben die eine gute Stromanbindung. Und jetzt haben sie sich gesagt, jetzt machen wir doch auch eine App und bieten bundesweit an 2 Cent die Minute an allen Ladestationen ohne Grundgebühr, ne, mit einer App und übersichtlicher Rechnung. Es ist also ähnlich wie Maingau, nur ein bisschen günstiger und sogar später soll es 4 Cent kosten nach dem 31. März. Ja, jetzt müssen sie es nur mal erst ans Laufen bringen und dann probieren wir die Sache mal aus. Hört sich interessant an, also die Preise sinken. Der Ärger steigt dafür. Es gab wieder einen Dieselgipfel, die meisten haben das schon gar nicht mehr mitgekriegt, das ist völlig egal, gerade in der großen Presse kommt das gar nicht mehr. Hier bei uns kommt das natürlich, weil wir hier betroffen sind, Stuttgart, und da wurde jetzt nochmal gefragt von den Kommunen inzwischen, wo ist das Geld für saubere Luft, ja? Und dann machen die Fahrverbote die Luft dann auch wirklich sauberer. Ja, wie wird das mit den Fahrverboten kontrolliert? Wie steht es mit den Hardware-Nachrüstungen? Und können auch Euro 5 Diesel eigentlich nachgerüstet werden? Es geht ja im Moment nur um Euro 4. Und macht das die Nachrüstung nicht den Motor kaputt? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall wird das jetzt hier in Baden-Württemberg, Stuttgart, in der Umweltzone passieren am 1. Januar. Alle mit Abgas Euro 4 und schlechter, dürfen nicht mehr reinfahren. Ausnahmeregelung kommen wir nachher noch. Und ich habe jetzt tatsächlich auch gemerkt, dass tatsächlich auch von meinen Kollegen, Kolleginnen tatsächlich auch einige betroffen sind, die so einen Diesel fahren. Also ist gar nicht so, dass das alle so moderne Autos haben. Nee, das stimmt gar nicht. Also bei uns sind wirklich Leute betroffen. Eine ganze Menge sogar. Na gut. Auf der anderen Seite ist wohl jetzt auch abzusehen, dass auch die etablierten Hersteller, ganz vorne RVW, eigentlich jetzt auf dem Trip E-Mobilität sind. Und deshalb hier auch ganz klar die Forderung jetzt nach einer Batteriefabrik hier im Südwesten oder wo auch immer. Ja, weil ja hier die nächsten Standorte für Fertigung dann Sindelfingen, Rastatt bei Daimler sind und Audi, Neckarsulm. Also müsste das doch hier sein, ne? Weil bisher holt man alles aus Asien. Aha, das sind dann die EQCs und die E-Trons und so weiter, ne? Ja, also kommen Sie doch. Gute Idee von BMW, habe ich auch in meinen Videos jedes Mal gefordert. Bei den Plug-in-Hybriden weiß man ja nicht, in welchem Modus sie gerade fahren. Fahren sie Benzin, fahren sie elektrisch, fahren sie irgendwas Kombiniertes? Sollten die eigentlich von außen anzeigen? Oder Vorschlag von BMW, es wird erzwungen, dass sie dann elektrisch fahren und deshalb dürfen sie dann auch reinfahren. Ja gut, es gibt jetzt keine Euro 4 Diesel-Plug-in-Hybrid-Autos, vermute ich mal. Aber irgendwann ist erstmal die Diesel werden, generell gesperrt irgendwann und dann wird man ja irgendwann doch sagen, in gewisse Innenstädte dürfen nur noch Elektroautos fahren. Und dann muss natürlich ein Plug-in-Hybrid so eine Funktion haben, wenn man weiterhin dann noch Plug-in-Hybriden verkaufen will, soll. Und die müssen meiner Meinung nach das von außen auch in irgendeiner Form anzeigen, mit einer Beleuchtung oder was auch immer, damit das auch kontrollierbar ist. Interessant, dass die Hersteller da schon selber drauf kommen. Ja, bei mir jetzt hier, wir sind noch immer am Montag, ging es darum, dass man jetzt die Anträge einreichen soll für die Sondergenehmigungen. Ja, wir haben ja dieses ganzjährige
Fahrverbot jetzt und für Lieferverkehr, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, die müssen sicher nichts, aber so Menschen mit Behinderungen oder Schichtdienstleistende und so weiter und vor allem die Leute, die jetzt auch da wohnen und hier Ausnahmen gibt es ja auch für Wohnmobile zu Urlaubszwecken, die müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, die Einwohner und Pendler vor allem, dass sie da hier ihre Anträge stellen oder sich persönlich beraten lassen oder anrufen oder was auch immer, damit sie dann am 1.1. nicht ganz doof dastehen. Ja, wie geht's denn sonst so weiter? Nee, das war jetzt ein Skandal, auf Reise gesehen. In China werden scheinbar die Zugriffe auf die Autos, die Standortdaten gespeichert. Und interessant, ja klar, man wirft natürlich hier vor, klar, die Regierung will immer wissen, wo ihre Leute denn so rumfahren, um möglichst schnell irgendwelche Ansammlungen zu verhindern oder sonst was. Interessant war eher, dass hier Volkswagen, also Daimler und General Motors und so das alles dann mehr oder weniger zugegeben haben, dass dem so ist. Bei Tesla war es ja so, dass ja eh schon die Daten immer abgegriffen werden, aber dass die den Behörden zur Verfügung gestellt werden, das war bisher nicht das Thema. Kleiner Skandal im Hintergrund, hat aber, glaube ich, sonst keine Wellen geschlagen bisher. Interessant, hier kommt noch was in die Richtung. Erstmal, der Bund gibt eine weitere Milliarde für den Kampf gegen die Fahrverbote aus. Der Kampf gegen die Fahrverbote. Ey Leute, ich hoffe doch, der Kampf für saubere Luft, ja? Was wollen Sie denn machen? Intelligente Ampelsteuerung. 1,5 Milliarden für intelligente Ampelsteuerung. Was denn dat? Hoffentlich grüne Welle oder was ist? Also das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört und dann nur 432 Millionen für die Umrüstung. Ja. Ah, für die Umrüstung kommunaler Diesel auf Elektrolaster. Aha. Elektrokleinlaster. Na, das ist ja immerhin was. Also da werden Diesel umgerüstet auf Elektro. Das ist ja auch interessant. Dann kommt mal die Hardware-Nachrüstung. Da ist kein nichts genannt und so weiter und so weiter. Und die umgerüsteten Fahrzeuge sind dann automatisch vom Fahrverbot ausgenommen, wenn sie denn danach die Abgasnorm einhalten. Bitte schön, nicht einfach nur so umrüsten und nachher dann. Ne, das geht ja nicht. Ne? Okay, auf jeden Fall, Ordnungsamt soll alles kontrollieren. Und dann wird nochmal hier Winfried Herrmann vorgeworfen, er hätte die ganzen innovativen Maßnahmen da verzögert, also den Staubsauger und die ganzen Geschichten. Weil die Grünen waren ja schon immer dafür, dass der Fahrverbot kommt, mussten sich jetzt bloß mit ihrem CDU-Partner ja dann irgendwie darauf einigen, dass man das nochmal in Frage stellt und die nächsthöhere Instanz anruft. Ja, interessant hier übrigens, in Mannheim hat man jetzt so eine neue Überwachung, Videoüberwachung installiert. Neulich hatten wir es mit Videoüberwachung zur Kontrolle der Dieselfahrzeuge. Und hier diesmal durch ein neues Softwaresystem, KI nämlich, das Verhaltensmuster auswertet, soll jetzt Straßenkriminalität besser bekämpft werden. Ist das schon mein Neugier-Report, dass das jetzt vorher erkannt wird, wenn da irgendwelche Leute konspirativ langlaufen und da irgendjemanden überfallen wollen? Kann sein. Also interessant, was da läuft, aber hey Leute, da sollten wir jetzt aber mal ziemlich schnell drauf gucken, was da läuft. Also wenn das jetzt schon Stand der Technik ist und installiert wird, meine Herr Gesangverein, wir werden überwacht, hey. Naja, ich auch mit diesen ganzen anderen Sachen, also wenn diese Visaüberwachung von Autos und so weiter, das sind ja alles Profile von den Menschen, von uns, ne, die da aufgenommen werden. Also wenn ich das zustimme beim Tesla per Klick, okay, aber dass ich jetzt von außen überwacht werde, das ist nochmal eine andere Geschichte. Okay. Na gut. Wird sicher nochmal kommen. Zeitumstellung jetzt frühestens 2021. Die EU-Verkehrsminister, Andi Scheuer, haben es festgelegt, erst 2021, davor gibt es nur Chaos. Ja, werden wir mal schauen. Okay, also 19, 20 und dann vielleicht noch 21, also noch 3 Jahre. Ja, Trump hat es hingekriegt. Ja, man glaubt es nicht, der hat mit dem Chinesen gesprochen und jetzt sind wahrscheinlich diese Autozölle und das alles vom Tisch. Und deshalb fährt auch der Dieter Szetsche nochmal hin mit seinen Kollegen und will auch nochmal mit den Chinesen reden und vielleicht ist dann die Sache vom Tisch und dann wird es wieder gut. Und die Börse geht wieder hoch. Ja, und man darf hier E-Tretroller trotzdem nicht fahren. Ne? Höchstens Tempo 20. Haben keine Zulassung. Nur mal so als Info nochmal. Ja, Nissan. 4.12. Nissan versucht es nochmal. Nein, das stimmt nicht mit dem Rapid Gate. Wir machen nochmal einen dritten Versuch. Wir machen den 60 Kilowattstunden Leaf.
aber wieder ohne Flüssigkeitskühlung. Einen kleinen Lüfter bauen wir vielleicht ein. Ja, kleinen zusätzlichen Lüfter. Und wir haben 100 kW Ladeleistung. Das heißt, beim ersten Mal, wenn wir ihn leer gefahren haben, nach, das sind ja dann so 500 Kilometer, naja, 400 vielleicht, dann kann man auf jeden Fall mit 100 Kilowatt den wieder aufladen. Also in einer halben Stunde ist der wahrscheinlich wieder voll oder in einer Dreiviertelstunde. Und dann fahren wir wieder. Und danach, naja, dann haben wir vielleicht noch 50 kW Ladeleistung, glaube ich nicht. 20 kW Ladeleistung. Aber okay, jetzt müsst ihr mal rechnen. 500 Kilometer. Naja, 450. Zweimal 450 sind 800, sind 900 Kilometer. Das fährt ja auch keiner am Tag. Das funktioniert. Also es könnte auch aufgehen. Größere Batterie, trotzdem schlechteren Lader, könnte funktionieren. Ja, also wenn ich mir eine Stunde dann Zeit nehme zum Aufladen dazwischen, also die Rechnung könnte trotzdem aufgehen. Also, aber warum? Warum? Das Auto ist so gut, ja? Warum macht ihr das? Ich verstehe es nicht. Na schön, na schön. Er soll aber demnächst hier kommen, ne? Wird da präsentiert und soll dann eigentlich nächstes Jahr auch direkt kommen, ja. Im Mai. Ja. Gut, ich habe meinen abgegeben. Ich habe hier einen Leaf 2 gefahren und den habe ich jetzt abgegeben und getauscht. Gegen was denn? Ja, wir stehen mal wieder bei Nextmove in Bernhausen bei Stuttgart am Flughafen und bringen hier ein Auto zurück. Das kennt ihr, der Nissan Leaf. Schauen wir noch mal, was hier mein Durchschnittsverbrauch war. Das piepsende Auto. Da seht ihr es jetzt über die gesamte Fahrstrecke, die ich jetzt hier so gefahren bin. Was bin ich denn so gefahren? Das waren 1903 Kilometer, deshalb ist er auch oben übergelaufen, haben wir jetzt so einen Verbrauch von 16,2. Super, wir sind 50 Stunden im Auto gefahren, wenn das noch stimmt, und Durchschnittsgeschwindigkeit 39 Kilometer pro Stunde. Ja, wir verlassen diesen schönen Leaf 2, ich sage ja immer Geheimtipp, und gehen jetzt zu einem neuen Auto über, was ich sogar der letzte Monat hier im Jahr 2018 habe, im Dezember und dann auch noch im Januar. Und was ist das für ein Auto? Ich habe es schon angekündigt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Was ist es? Nein, kein Ioniq, sondern hier, der neue Kona. Hyundai Kona. So, der Micha schreibt noch den aktuellen Kilometerstand auf. Wie viel haben wir denn? 1172. Boah, da ist er bei der Überführung aber ganz schön noch gefahren. Und einmal zur Miete war er noch. Ah ja, okay. Kurz ein erster Blick ins Innere. Es riecht auch ganz neu hier. Maximale Ausstattung. Beheizte und belüftete Sitze, aber das stelle ich euch noch alles genauer vor. Zweite Reihe. Da saß ein großer drin. Einmal schon vermietet. Und jetzt geht er für 2 Monate an mich. Tja, müssen wir mal die Sachen umladen. Da geht ja einiges rein hier hinten. Ja, guckt mal wieder bei Nextmove rein. Es gibt für den Dezember, für Weihnachten ein paar ganz tolle Sonderangebote. Ihr seht es auch schon hier in Stuttgart noch einige Autos zur Verfügung. Die große Palette. Leafs, Smarts, Zoe sogar. Da findet ihr bestimmt was über die Feiertage. Sonderpreise bei Nextmove. Jo, wo wir noch bei Hyundai sind und Kona hier nochmal korrigierte WLTP-Werte. WLTP geht also trotzdem und zwar für den Kia e-Niro und für den Kona sind die jetzt korrigiert worden. Der kleine Akku, der 39,2 Kilowattstunden Akku, der hat jetzt 289 Kilometer Reichweite und der dicke, der 64er 455, leicht abweichend jetzt hier drüben zum Kona. Klar, das Auto ist wahrscheinlich etwas leichter, etwas schwerer, keine Ahnung, warum es abweicht. Da ist es gleich. Wenn man so ein bisschen gegenrechnet, kommt man hier auf 14,3, da auf 13,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mal schauen, ob er das auch wirklich hält.
Und bei mir steht es ja an, das ist ja der Vergleichstest zum Model 3. Jetzt guck mal hier mal, Model 3 Medium Range, mittlere Range ist bei 418 und die Long Range ist bei 498. Gut, hier wissen wir bei dem mittleren noch nicht genau, was es ist. Vermutlich ist es ein 60er Akku, der ist leicht drunter und der Long Range mit dem 75er ist leicht drüber. Wäre rechnerisch 15 Kilowattstunden, sind also so in die Richtung. Muss man mal gucken, was sich sonst noch vergleichen lässt. Das ist aber das Einzige, glaube ich, was sich vergleichen lässt. Alles andere ist, glaube ich, schon verschieden. Aber das wird das Thema der nächsten Wochen sein. Jo, das Model Y kommt in 2020. Wer nicht aufs Model 3 warten kann, kann ja aufs Model Y warten. Und die nächste Ankündigung war jetzt hier auf jeden Fall, es gibt ja demnächst eine Show. Wann ist denn die Show angesetzt? Das ist im März 2019, wird das offiziell vorgeführt. Und es wurde jetzt gesagt, neben den Produktionszahlen, die interessieren uns jetzt mal nicht, das sind wahrscheinlich wieder Fantasiewerte im Moment, es gibt eine dritte Sitzreihe, das ist eigentlich das Interessante. Von Flügeltüren war nicht die Rede, es gibt eine dritte Sitzreihe und damit wahrscheinlich auch die entsprechenden Möglichkeiten hier zum Durchladen und maximal 7 Sitzplätze dann. Und wahrscheinlich wird es irgendwie so in die Richtung aussehen, also so das Auto, was wir eigentlich hier schon immer erwarten und hinten natürlich wieder eine ordentliche Ladeluke und vielleicht kann man auch Fahrräder mitnehmen. Das wär's doch, Model Y. Jo. Ansonsten, wir sind am Mittwoch. Trump hat die Autochefs kurz getroffen und alles ist in Butter. Ja, die Digitalsteuer ist nicht erhoben worden für Facebook und Google. Facebook und Google, die kommen gleich auch nochmal. Also denen muss man auf jeden Fall mal irgendwie ein bisschen beikommen. Ne? 3% wollten sie, geht nicht. Ah, das erste Flugtaxi ist da. Naja, das wird da wirklich nicht ja noch eine Weile dauern. Ansonsten wurden weniger Autos verkauft. Warum? Wegen WLTP. Ja, 9,9% weniger im Vergleich zum Vorjahr. Okay. Ansonsten sind die Auftragsbücher hier beim Maschinenbau voll und Daimler macht weiterhin ihre ominöse Werbung. Gut, was haben wir denn noch am Mittwoch? Audi will 14 Milliarden in die Entwicklung von E-Autos stecken, also doch. Und bis 2025 wollen sie 10 vollelektrische und weitere 10 Plug-in-Hybriden haben. Das ist nicht arg viel, aber es ist ja auch nur Audi, muss man mal sehen. Das ist nicht VW insgesamt, das ist Audi und die anderen machen ja auch irgendwie alle. Und Toyota beendet die Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe. Das sind die, die immer gegen die Städte klagen, wegen der schlechten Luft. Komisch, dass die da was hatten. Ja, die haben mit dem Hybrid-Taxi haben sie da wohl eine Kooperation gehabt. Und man vermutet, auf Druck der Automobilindustrie hat Toyota das aufgeben müssen. Interessant, dass Toyota eigentlich solche Sachen gemacht hat. Habe ich zum ersten Mal jetzt hier gehört. Und ja, der A8-Ausbau soll nicht bezahlt werden. Ja, da hat man wahrscheinlich einen Festpreis ausgemacht und jetzt hat das mehr gekostet und jetzt bleiben die auf 34,4 Millionen sitzen. Na schön, interessant für uns eigentlich nur, weil das ist die Strecke nämlich von Ulm nach Augsburg. Supercharger Seligweiler, Ulm-Seligweiler, ne? Das ist die Strecke, das ist die Weltrekordstrecke, wo man immer die Weltrekorde fährt. Also wie weit kann ein Tesla in 24 Stunden fahren? Das ist die Strecke. Ja. Und hier habe ich nochmal was euch reingemacht. Hier war aber interessant, dass das bei mir in der Zeitung kommt. Genau diese Genmanipulationsgeschichten. Und wer hat es erfunden? Ja, hier, die Kollegin hat es erfunden. Hat mich nämlich jemand gefragt in den Kommentaren, warum ich denn solche Meldungen bringe. Ja, ich bringe eigentlich alle Meldungen, die in irgendeiner Form technisch was mit unserer Zukunft zu tun haben. Nicht bloß mit E-Mobilität. Also das ist mein Thema hier eigentlich. Das ist mal interessant, ne, für euch. Also ich mache durchaus andere Sachen auch noch. Und das ist, fand ich jetzt interessant, weil es geht in die Richtung, wie wird unsere Zukunft, unser Zusammenleben in Zukunft aussehen? Das gehört meiner Meinung nach auch dazu. Jo, und dann ging's los, ne? Am 5.12., kurz vorm Nikolaus, eigentlich war es wahrscheinlich für Nikolaus vorgesehen, war jetzt klar, das Model 3 kommt nach Deutschland, und zwar im Februar, ab Februar, zu einem Preis von 57.900 Euro. Was kriegt man dafür? Da kriegt man eine nackte Long-Range-Version wahrscheinlich. Und das Performance-Modell wird irgendwie 68.600 kosten. Jo, und beide sind natürlich so in der Größenordnung von gebrauchten Model S, muss man weiterhin sehen. Es wird also weiterhin die Strategie gefahren, erst die teuren Modelle. Und dann je nachdem kriegt man dann verschiedene Sachen hier noch so, ne, okay, und auch tolle Zusatzgeschichten. Also muss man sich angucken, auf jeden Fall. Einige Sachen brauchen wir ja auf jeden Fall dazu. Und dann wurde nochmal eine schöne Gegenüberstellung hier gemacht. Das ist nämlich die Performance-Modell, das ist das normale Dual-Motor. Sieht man hier immer an den Zahlen. Klar, die 530 Kilometer zu 544 ist noch nicht so schlimm, aber hier seht ihr es jetzt 250 km/h zu 233 km/h. Jo,
cool. Ich bin das Model 3 nicht ganz so schnell gefahren. So knapp über 200 bin ich mal gefahren. Dann war aber einer vor mir zum Test. Ja. Ja, Vergleich zum Kona, ne? Okay. Naja, gut. Also hier. Auf jeden Fall wichtig jetzt, es kommt in der ersten Hälfte 2019, werden die ausgeliefert, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Februar ist jetzt so ab Februar, März. Ich sage immer Ende März frühestens, aber okay. Und wir sollen bis 31.12. auch tatsächlich konfigurieren können. Also die, die am Anfang natürlich dabei waren. Vermutlich wird es die Förderung noch geben. Die Förderung in Deutschland ist, soweit ich noch weiß, bis Mitte nächsten Jahres, ne? Und der Topf ist ja überhaupt nicht leer. Also Tesla sackt jetzt die ganze Förderung ein. Das ist ja cool. Und hier nochmal ganz deutlich nochmal gesagt, Ladeoptionen, es wird CCS2 haben, man wird am Supercharger laden können mit gegen eine geringe Gebühr und man wird über CCS2 laden. Ja, das ist ganz klar. Und was wird das Standardmodell kosten, das wissen wir noch nicht, leider. Ja, es kommt später oder gar nicht. Auch welche Optionen kommen, ist noch ein bisschen unklar. Und jetzt nochmal hier ganz klar auch hier nochmal andere Meldungen, also Tesla-Seite, ne, Support-Seite, Model 3 steht es eindeutig, dass ein Zweifach-Ladekabel an die Säule nachgerüstet wird und vermutlich wird das irgendwie so aussehen, dass das da so rauskommt. Jetzt hat irgendjemand mal neulich gesagt, das könnte man auch hier direkt in den Stecker integrieren, dass man das so rausschieben kann. Man sieht es ja hier irgendwie, dass das dann einfach so rausgeklappt wird und dann ist das plötzlich ein CCS-Stecker, könnte es auch sein. Weil ich durchaus vermute, dass diese beiden Pins eigentlich dieselben sind, wie hier oben bisher von Tesla verwendet wurden. Die müssen bloß da unten rein verbunden werden und die anderen Datenpins sind wie gehabt. Also vermutlich ist das ein ganz trivialer, rein elektrischer Adapter und nichts mit Elektronik dazwischen. Kann man sich also durchaus vorstellen, dass das dann auch in dem Stecker so funktioniert, obwohl sie hier immer von einem Zweifachkabel oder im Englischen von einem Twin-Kabel reden. Ich bin der Meinung, der erste Supercharger, der damit ausgerüstet wird, ist in Ulm, Ulm-Seligweiler, weil der gerade nämlich die Ausbaustufe im Bau ist. Das wäre also sinnvoll, das jetzt eigentlich sofort auszubauen. Ich werde demnächst mal hinfahren und das angucken. Jo, Stuttgart ist ja schon ausgebaut, beziehungsweise Leonberg. Ja, Stuttgart. Das Model 3 war unerwarteterweise plötzlich in Stuttgart zu sehen. Bei allen anderen Events, Düsseldorf, München, habe ich eine Mail gekriegt. Stuttgart, wo ich hier um die Ecke wohne, habe ich keine gekriegt. Sascha ist hingefahren, hat mal ein paar Fotos hier gemacht, war auch kaum jemand dort. Das war ist ein schönes rotes Modell. Ich weiß nicht, wie lang es da bleibt. Das ist auch ein Dual-Motor-Performance-Modell hier wohl mit den, ich weiß nicht, ob es Performance ist, auf jeden Fall mit den schönen Felgen, aber US-Modell dann doch. Er hat die Ladeklappe aufgemacht, ja. Und die Leute hatten leider wieder, das ist leider in Stuttgart ein bisschen kritisch, nicht so viel Ahnung oder konnten ihm keine Auskunft geben oder wollten nicht, man weiß es nicht. Hat es hier schön abgesperrt, man sieht es. Aber okay, wenn ihr in Stuttgart vorbeischauen wollt, hier im Zentrum Dorotheen-Center oder wie das da heißt, könnt ihr euch das angucken. Ich habe es ja mal vor Jahren, in Anführungszeichen, habe ich ja mal nachgefragt und da habe ich prognostiziert, es würde ein blaues sein. Nein, es ist ein rotes geworden. Ja, was hat man denn noch? Der Börsenwert ist am 5.12. von Tesla, hat einige andere Hersteller Daimler und BMW überholt. Aber eigentlich nur deshalb, weil Daimler abgesackt ist, aber Volkswagen zum Beispiel nicht. Dazwischen wäre übrigens auch noch Toyota. Und ich habe euch jetzt mal hier aufgezeigt, in welchem Ding wir da, Dreh wir da liegen. Also, okay, hier Nvidia ist 87,7, Netflix 106, Amazon 732, Apple 745 und dann kommt noch Exxon oder was, ne? Also die Dimension hier zwischen diesen hier und dem da ist doch mal gigantisch. Und deshalb war ja auch damals schon die Vermutung, Apple könnte ja einfach Tesla kaufen. Oder Daimler oder BMW oder Volkswagen oder Amazon oder Netflix kauften die. Ja, wie viel Barvermögen die haben, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist mal jetzt passiert. Börse, die Börse, wir kommen gleich noch drauf. Die Länder lehnen die Grundgesetzänderung ab. Also Kretschmann hat sich durchgesetzt. Ja. Wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Die Computermaus wurde 50. So sah die erste Computermaus aus. Am 9. Dezember 1968 wurde die Computermaus erfunden. Hier ist ein trivialer Knöppis auch drauf gewesen. Hatte dann Apple als allererster übernommen und in den ersten Mac oder die Lisa doch, glaube ich, eingebaut, ne? Keiner wusste, wie man das Ding bedient. Ich weiß noch bis heute, wie wir diese Schulungen hatten mit den Mausbedienungen. Ja, und bei uns hier ist wieder mal überhöhte Geschwindigkeit.
ungeklärte Ursache, ja, und Stauende gerast. Also ich sage, wenn wir die autonomen Fahrzeuge haben, dann wird sowas nicht mehr passieren und irgendwann dürfen die Leute nicht mehr selber fahren, weil sie einfach sonst zu viele Unfälle verursachen. Uber darf jetzt wieder in Frankfurt fahren, fährt übrigens auch in vier anderen deutschen Städten, habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, die dürfen in Deutschland überhaupt nicht fahren. Okay, ich habe noch nie ein Uber geubert bestellt. Ja, Tesla wird das Model 3 ab Februar liefern, schreibt auch mein Tech-Bote jetzt. Und es wird 57.900 kosten. Kleine Meldung, große Wirkung, mehr haben sie noch nicht gebracht dazu. Man könnte auch hier Windparks als Geldanlage nutzen. Ja, die Hamburger machen das vor allem und 6% Rendite. Naja, Ostdeutschland plus 2%, nee, die machen 2%, machen das. Im Bundesdurchschnitt machen das 6%. Wie viel Prozent Rendite sie kriegen, weiß ich nicht. Na gut. Okay, wir haben es vorhin gehabt, 2 Cent die Minute ist gesetzt. Es gibt aber durchaus Anbieter, Porsche, bei denen ist das anders. Da macht man erstmal 2,50 Euro im Monat für 12 Monate und dann brauchst du hier bei 22 kW 8 Euro und bei 50 kW 10 Euro. Hey, wer soll das buchen? Der Porsche-Fahrer. Der kriegt es vielleicht umsonst, aber ich brauche das auf jeden Fall nicht. Es gibt es übrigens für Plug-in-Hybriden und für Elektrofahrzeuge. 22 kW, 8 Euro. Hey, Plug-in-Hybriden. Ihr wisst schon, dass ihr da nur mit 6 kW zieht, oder? Wisst ihr schon, ne? Das glaube ich nicht, dass eure Plug-in-Hybriden da mit 22 kW ziehen. Hey, braucht man sowieso nicht mehr. Man kann auch die Schnelllader nämlich an die Steckdose stecken. 230 Volt einstecken sollte man sie natürlich. Der ist wahrscheinlich jetzt voll geladen. Also da gibt es so Puffersysteme seit neuestem. 350 kW Fastnet ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber okay. Die werden per Schuko vollgeladen und haben dann eine interne Pufferbatterie und geben das dann auf einmal ab. Ja, und dann müssen sie natürlich wieder vollgeladen werden. Aber für mehrere Ladungen funktioniert das, je nachdem, was an Pufferbatterie drin ist. Also 100 Kilowattstunden, 200 Kilowattstunden oder sowas könnte auch funktionieren. Wie komme ich zu günstigen Ladern, ist nämlich hier die Frage. Genau, für was eigentlich? Ja, hier. Das war die Meldung am 6. Dezember eigentlich zum Nikolaus. Die Schweizer Kollegen dürfen konfigurieren. Und hier der Andi von unserem Drive Tesla 3.0 aus der Schweiz, das Schweizer Modell, die wollen das am Wochenende jetzt festzurren und da hat schon mal ein bisschen gezeigt, so sieht's aus, so viel könnte es kosten. Ja, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, Schweizer gibt es glaube ich 3 oder 4 und hier bei mir, die Stuttgarter sind auch zu wenig, wir werden es wahrscheinlich irgendwie zusammenlegen, wenn die, für die, die es kaufen wollen, ja. Ich gehe eher auf eine Mietlösung. Ja, aber es geht los. Und es könnte sein, dass die Schweizer das durchaus dann im Januar oder Februar schon bekommen, das Auto. Wenn das hier für Deutschland im Februar angedeutet ist, dann wird die Schweiz es wohl früher bekommen. Es waren, glaube ich, noch andere Länder zuerst dran. Soweit ich mich erinnere, war auch Frankreich vorher dran, die Niederlande, glaube ich, ne? Und die Schweiz. Ja, da seht ihr mal, ne? Warum ist das wieder so? Was ist denn mit Deutschland los? Deutschland und Tesla passt einfach nicht zusammen. Ja, trotz allem hat auch Nextmove jetzt die Angebote fürs Mieten schon mal online gestellt. Super Sache. Es wird folgendermaßen aussehen, es wird für 999 Euro anfangen. Und das Interessante hier ist eigentlich, das Aufladen am Supercharger ist inklusive. Also die Autos, die man bei Nextmove mietet, werden nicht separat Geld verlangen beim Supercharger. Natürlich an anderen Ladestationen schon, aber am Supercharger, also vor allem für Langstrecke, ist es kostenlos, das Aufladen. Im Moment sind sie kalkuliert mit 1500 Kilometer pro Monat. Muss man ausrechnen, wie viel man da selber von braucht, je nachdem täglich. Ansonsten kann man dann auch längere Strecken fahren, muss man halt dann, wenn man den Rest los 10 Kilometer, 20 Kilometer fährt, ist ja auch in Ordnung. 6 Monate ist Minimum, ja, und man sieht jetzt hier, man muss natürlich ein bisschen was dazu buchen. Ich habe jetzt mal, man gibt ja auch spezielle Angebote, Nextmove Edition und eine Performance Paket Edition, dann kostet es natürlich schon um einiges mehr nochmal, 500 Euro dazu, 600 dazu. Ansonsten habe ich mal so ein bisschen durchkalkuliert, was jetzt hierbei für mich sinnvoll wäre und das ist auch das Auto, was wahrscheinlich dann als erstes kommt. Ich brauche auf jeden Fall die Long Range Battery, also 100 Euro nochmal dazu für Long Range, den Autopilot Zusatz kostet auch 100, also der Autopilot, den brauchst du, sonst hast du nicht mal einen adaptiven Tempomat. Ich glaube, nackt hat das Auto gar nichts. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Tempomat hat. Müsste man nochmal nachgucken, bin ganz unsicher. Also laut Tesla-Seite hat es nur den Notbremsassistenten, glaube ich, und sowas drin. Also den brauchen wir eigentlich auch. Und das ist, wenn man jetzt auf 12 Monate das machen würde, deshalb habe ich es mal gestrichen, wäre es drin. Und ansonsten müsste man hier, jetzt habe ich es falsch rum gemacht, ne?
Der Allradantrieb habe ich jetzt gestrichen. Ich müsste andersrum schauen. Den Autopiloten müsste ich eigentlich grau machen. Den Allradantrieb brauche ich ja, weil es gibt den Long Range nur mit Allradantrieb. Ja, und das andere brauche ich nicht unbedingt. Eine andere Farbe brauche ich eigentlich schon. Ja gut, das muss ich auch noch dazu nehmen. 30 Euro, okay. Dann komme ich irgendwie so auf 1.200 bzw. auf 1.300, wenn man auf 6 Monate das hat. Also so sind mal die Preise jetzt hier bei Nextmove und kann man ab sofort reservieren, sich voreintragen dort. Parallel gibt es ja noch, habe ich letztes Mal ja schon gesagt, die Abfrage, wie würde ich mein Model 3 konfigurieren, weil sobald das möglich ist, wird Nextmove verschiedenste Konfigurationen für die Kunden zum Mieten dann ja bestellen. Super, dass sie das jetzt schon machen. Model 3 Langzeitmiete. Jo, am Freitag ist noch Folgendes passiert. Die Chefin von Huawei, Finanzchefin wurde festgenommen, die dummerweise auch gleichzeitig noch die Tochter vom Inhaber ist oder vom Firmengründer in Kanada. Und warum, was haben sie gemacht? Sie haben gegen die US-Handelssanktionen im Iran missachtet. Ja, man muss dazu wissen, Huawei ist auch bei uns in Verdacht. Zum Beispiel werden teilweise auch ausgeschlossen von irgendwelchen kritischen Systemen. G5 zum Beispiel ist auch im Gespräch, weil sie in dem Verdacht stehen, Spionagechips in ihren Geräten zu haben und auch in ihren Komponenten, ja. Und jetzt haben sie auch noch irgendwie den Iran beliefert. Ja, Daimler verkauft jetzt doch mehr. Im November sind die Verkaufszahlen angestiegen um 1,5%. Okay, deutlich auf jeden Fall gegenüber dem Oktober, auch dem Vorjahr. Bosch sagt, verhaltene Aussichten auf 2019 sollten gegen Null pendeln und vor allem Dieselkrise und Schwäche im chinesischen Markt. Die könnte man jetzt vielleicht ausgleichen. Interessant, hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei Bosch. Ich dachte bei Bosch, die sind auch voll vorne dabei. Und Audi muss wieder Diesel zurückrufen. 64.000 Fahrzeuge wegen Software-Update müssen sie zurückrufen, ist genehmigt, also ist wohl nicht angeordnet, also, ja. Und ansonsten ein positives Signal kam aus Peking, rasche Umsetzung der mündlich getroffenen Abmachung jetzt nochmal mit Trump, okay, auch positiv. BMW und Daimler dürfen nicht fusionieren erst einmal, ein bisschen später, und zwar die US-Behörden wollten das nicht. Wieso das? Keine Ahnung, ich dachte, das wäre in Deutschland, keine Ahnung, was da läuft. Ich finde es eh nicht so gut, wenn die Großen dazu irgendwas fusionieren, aber ihr seht, Carsharing ist auch sowas, das kommt in Zukunft, Carsharing. Hat ja Tesla auch vor übrigens, ne? Dass du dein Auto vermieten kannst, dein Model 3, und das dann selber irgendwo hinfährt oder so weiter, das haben sie ja auch vor, wird noch was kommen. Ja, und VW hat den Sparkurs hier jetzt verschärft und Stellen werden gestrichen. Naja, ein bisschen. Das schränkt das Angebot für die Kunden ein. Ah, die ganzen Varianten, ja, die Modellvarianten sollen mal runtergefahren werden, weil damit haben sie auch Schwierigkeiten gehabt bei dem WLTP. Weil wir nämlich die deutschen Hersteller immer so viele Modellvarianten haben, muss ja jede Modellvariante einzeln zugelassen werden. Ich habe bei mir in der Firma gerade auch so Zulassung. Merkt man das auch, wenn man so viele Varianten hat, das geht einfach sehr schwierig. Ja, und das mal jetzt so zurückschrauben, habt ihr ja gerade die zwei Varianten bei Tesla gesehen und hast noch ein paar Konfigurationsmöglichkeiten, das war's dann, da bist du natürlich viel schneller dabei. Ansonsten werden die Stellen jetzt sozialverträglich abgebaut, aber es sind immer noch von Hunderttausenden die Rede hier. Jo. Ah, da ist einer aus der Versenkung gekommen, der Opel. Es gibt ein neues Volkselektroauto demnächst, den e-Corsa. Nicht den Corsa e, den gibt's schon, den e-Corsa. Wird wahrscheinlich irgendwie so aussehen wieder. Ich finde den eigentlich auch so kompakt ganz gut. Also Opel versucht es nochmal von unten. Sie hatten ja den Ampera E, der hat ihnen ja nicht richtig gehört. Jetzt machen sie es bei PSA mit dem E-Corsa. Okay, wann soll denn der kommen? 2019 soll der schon kommen. Ja, wunderbar. Und dann wollen wir 2020 noch vier weitere haben und 2024 alle. Also Opel, die mit dem Blitz, das sind ja die E-Autos, ne? Die Blitzautos, die werden jetzt tatsächlich alle elektrisch. Mal schauen, was dabei rauskommt. Was macht PSA eigentlich sonst noch an Elektroautos? Ich habe überhaupt keine Ahnung von PSA. Citroën und so, haben die auch was Elektrisches? Weiß ich nicht. Ah ja, beim Dieselskandal sollen die Richter abgelöst werden. Mein Porsche, Befangenheit, na schön. Dann ansonsten braucht man irgendwie einen Plan B. Noch ein Richter hat gemeint, boah, die sind total am Ende, die wissen nicht mehr, was sie machen. Ende der Fahnenstange. Ja, da will man irgendwie Busspuren und keine Ahnung aufbauen irgendwie. Und habt ihr ja vorhin schon gehört, intelligente Ampelanlagen. Totale Hektik da in Stuttgart. Mal schauen, hoffentlich kann man dann überhaupt noch durchfahren.
Ich fahre ja mehr Elektroauto-mäßig durch, ne? Oder rein. Und hier, 81.000 Autoverkäufer haben eine Sammelklage jetzt gegen Volkswagen initiiert, oder bisher sind 81.000 registriert. Da bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Und heute noch zum Abschluss hat mir jemand was geschickt. Ein Dankesbrief an Elon Musk an der Wirtschaftswoche. Danke, dass du VW und Co. zeigst, wo es lang geht. Das Ende des Verbrennungsmotors. Jo. Ich habe es noch nicht gelesen. Und an dieser Stelle kommt wieder eine kurze Werbeeinblendung. Hat das eigentlich beim letzten Mal geklappt? Ich weiß gar nicht ganz genau. Jetzt kommen die Aktien. Ja, letzte Woche, 48. Woche, war ja so ein Auf und Ab. Ich habe gesagt, der Trend geht eher nach oben. Ja, und er ging auch nach oben. Wir sind jetzt bei 330 Euro. Ja, nicht Dollar. Ich mache das immer in Euro, weil hier in Deutschland handeln wir halt mit Euros. Und ne, ich kann nicht immer Dollar vorhalten. Klar, der Kurs in Dollar wäre vielleicht interessanter. Dann habe ich die Umrechnungsproblematik nicht. Also entweder es geht jetzt aufwärts oder wir haben irgendwie so eine Trendlinie hier, die es da hält. Schauen wir uns mal das von Weitem nochmal an. Im Monatsbereich sieht es tatsächlich aus, als ob es eher aufwärts als abwärts geht. Ja, die 300er-Linie ist hier unten, die ist immer schwierig. Und die nächste Widerstandslinie ist eher hier oben. Warum? Ja, weil da waren wir schon mal. Hier sieht das noch. Man sieht es hier schlecht. Nachher in dem nächsten Chart sieht es ein bisschen besser aus. Also ich habe mein Model 3 in Europa jetzt hier gesetzt. Vielleicht war das ein Argument. Ich weiß nicht, was es sonst so an Meldungen gab gerade. CCS habe ich reingemacht. Es ist unklar, was da gerade so läuft. 12 Monate. Also, das Allzeithoch haben wir, glaube ich, überschritten. Das war irgendwie bei 320 rum Euros. Und ich glaube, wir sind höher dran. Also, da sind wir jetzt also im oberen Bereich. Aber wie gesagt, ihr seht hier, die Zickzacklinie ist immer gefährlich bei Tesla. Man weiß nie, woran das liegt. Manchmal auch, wenn Gewinn gemacht wird, wird auch realisiert. Ja, und ich habe euch deshalb nochmal einen 3-Jahres-Plot hier gebracht. Und da gibt es durchaus einen Peak, der noch höher war. Also, ja, ansonsten sieht das jetzt im Moment ganz gut aus von der Trend her. Aber ich bin nicht der Experte. Aber ich habe die Experten jetzt getroffen. Die sind hier. Die haben sich bei mir gemeldet und haben uns auch verlinkt. Vielen Dank in ihrem Artikel. Alleaktien.de. Da könnt ihr mal gucken. Und ich habe auch einen direkten Link hier, eine ausführliche Analyse über die Tesla-Aktie, in welche Richtung die geht. Und auch nochmal alles hier, ihr seht hier, Masterplan und so weiter, alles nochmal Short-Argumente und so weiter. Und auch die Historie nochmal zusammengesucht. Ganz tolle Geschichte von dem Jonathan hier. Super Sache. Deshalb verlinke ich das hier auch gern mal. Ich muss es auch noch im Detail durchgucken. Auch das Fazit hört sich echt interessant an, was er da alles analysiert. Ja, also eher der Trend nach oben. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, habe auch bei anderen Analysten schon gesehen, dass man gerade wieder einen Trend nach oben sieht. Hat wieder 5 Sterne die Aktie. Trotzdem für Privatanleger. Jetzt ist es gerade wieder ziemlich weit oben. Ist schon immer gefährlich. Hier im Langzeittrend bei mir die Börsenspekulation. 35. Woche jetzt. Letzte Woche war das. Da waren wir ja knapp im Plus mit 500. Ich habe gedacht, wir schaffen es. Ne? No, nope. Es hat uns irgendeiner runtergezogen. Also Tesla war es nicht. Tesla ist nämlich gestiegen. Ihr seht es. Wer ist es? BYD, BYD, BYD hat irgendwie einen Aussetzer. Man sieht es hier gar nicht so stark. Leider sind sie zurückgegangen und deshalb hier sind die Zahlen ins Minus und die anderen Kollegen da unten sind ja eh abgeschrieben. Also Daimler fährt weiterhin runter. Die anderen halten sich, Volkswagen auch nochmal ins Minus, BMW hält sich da im Minus. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Börsenspekulation. Im Januar starte ich auf jeden Fall eine neue Börsenspekulation, die auch dynamisch ist mit Kaufen und Verkaufen. Die Fanseite. Vielen Dank an euch. Wir beenden jetzt unseren Moneypool bei PayPal bezüglich Intro-Outro. Erste Version gibt es schon, die gibt es aber erst zu Weihnachten oder im neuen Jahr. Ja, wir enden mit 682 Euro. Vielen Dank, wir hatten 500 uns zum Ziel gesetzt. Ganz tolle Sache, in 100 Tagen sind 682 Euro zusammengekommen. Vielen Dank. So, was suchen wir jetzt eigentlich? Wir suchen ein gebrauchtes MacBook Pro 13 Zoll oder 15 Zoll. i7, 16 GB RAM, 512 GB HD, irgendwie so von 2015 oder 2014. Also wenn irgendeiner so eins hat und verkaufen will oder irgendwas weiß oder weiß, wo man am besten sowas herkriegt, kann er mir mal mailen, ja, am besten per Mail. Dankeschön.
Ah, ich bin auch ganz gespannt, ob dieses Intro, wie das Intro ankommt. Cooles Intro auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt Ende und deshalb jetzt kommt unsere Weihnachtsspendenaktion, weil die habe ich ja immer drin. Jedes Mal, wenn ich gucke, was kostet uns so ein Auto, wir haben es gerade wieder gesehen, 50.000, 60.000, 70.000, 100.000, 130.000, die Teslas und so weiter und wo wir überall Geld ausgeben, dann müssten wir doch auch in der Lage sein, mal irgendwas für eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Und ich habe bei mir um die Ecke in Kirchheim-Teck-Nabern nämlich eine Organisation sitzen, Sahe Live. Die haben sogar so ein Spendenzertifikatssiegel. Das sagt nämlich, dass nur ein ganz geringer Anteil für Verwaltung aufgewendet werden darf. Nicht so wie bei anderen Organisationen. Könnt ihr gerne nachlesen und deshalb empfehle ich die, weil ich die persönlich kenne. Und ich würde dieses Jahr mit euch zusammen gern dieses Projekt hier unterstützen, das Bildungsunterstützung in Tibesti. Das ist in Kamerun, nein, im Tschad, im Tschad, im Norden vom Tschad. Ich kann euch noch mal ein paar Bilder dann auch zeigen. Ziemlich Wüstengegend, Wüstenvolk auch genau und Bildungs- und Kulturförderung. Und ja, das würde ich dieses Jahr gerne unterstützen mit euch zusammen. Und wenn ihr direkt spenden wollt, könnt ihr das hier auch angeben, dass es von Schräg kam, dass man das ein bisschen zusammengeht. Ich habe aber auch nochmal ein Money Pool eingerichtet bei PayPal. Dann würde ich es gesammelt übertragen. Je nachdem, da würdet ihr halt eine Spendenquittung kriegen. Bei mir kriegt ihr natürlich keine. Je nachdem, ihr könnt auch sagen, ihr seid anonyme Spende, kein Problem. Könnt ihr bei PayPal genauso reinmachen. Bin mal gespannt, was da zusammenkommt. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel eure ganzen Amazon-Einkäufe so darüber laufen zu lassen. Die kosten dann nicht mehr, aber Amazon spendet dann auch an Sahe Live über diese Smile-Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall alles mal unten und hier auch die direkten Seiten dazu. Ja, werde ich natürlich jetzt nochmal mehrmals bringen, dann der Spendenaufruf. Bin gespannt, was da zusammenkommt. Vielen Dank für die auch, die jetzt sagen, okay, da könnte ich auch was zu beitragen. Was haben wir noch zum Model 3? Es kam ja schon alles in den Tagesmeldungen sozusagen. Wir haben unseren Tracker noch. Ja, ich habe den jetzt auch mal hier dynamischer gemacht. Das war der Tracker von letzter Woche und das ist jetzt diese Woche. Ja, ihr seht es. Auch Bloomberg sagt jetzt, es könnte da hinten jetzt aufwärts gehen. Der Trend weist nach oben. Okay. Naja, mal schauen. Aber das ist weit entfernt von 700 Einheiten pro Woche, meine Herren Gesangverein, ja. Wir sind bei 400, 4.300 hier, also 7.000 sind es nett. Gut, nächster Linie ist nochmal hier. Ich habe ja gesagt, die 200.000er gehören uns, die Finns. Ja, und da gibt es jetzt auch, die haben nochmal welche geholt. Und da drüben in den Meldungen sind auch jetzt zumindest hier in den 150.000ern, da ist schon, ja, scheinbar kriegen wir doch, kommen die doch früher, ne? Ich weiß es nicht, mal schauen. Also, wenn jetzt die Schweizer bestellen, kriegen sie ja andere. Also ich bin der Meinung weiterhin, die erste Finn, die bei uns hier rausläuft, ist eine 200.000er. Ja, hier unten hat sich da schon irgendwas, haben sie da sich schon korrigiert? Nein, das müssen wir mal weiter beobachten. Ja, ansonsten, wir sind etwas zwiespältig gerade unterwegs. Die Schweizer konfigurieren auf jeden Fall. Hier von Nord und von den Süd habe ich nichts so richtig gehört. Wir Stuttgarter tendieren eher zum Mieten. Also ich persönlich tendiere eher zum Mieten über Nextmove. Deshalb klebt der Nextmove-Aufkleber hier auch. Und die Schweizer wollen auf jeden Fall kaufen. Die werden sich am Wochenende konsolidieren. Also von den Teilnehmern, die sich gemeldet haben, überlegt euch, ob ihr bei den Schweizern mitmachen wollt. Da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mehr zu fahren. Hier, wenn wir eine Mietlösung haben, wird es wahrscheinlich nicht so gehen. Und es wird auch nicht so viele Monate geben, die man dann, weil ich ja das Auto miete, die dann andere fahren können. Also das muss man nochmal absprechen, wie das dann genau funktioniert. Ja, auf jeden Fall wird es mindestens ein Auto geben, was wirklich Drive Tesla 3.0 nach dem Schema Drive Tesla 1, Model S, Drive Tesla 2, Model X läuft. Bin ganz gespannt, wie das jetzt rausläuft. Müssen wir vielleicht in dem Forum auch nochmal richtig annoncieren. Genau. Was gibt es sonst so hier bei mir? Nein, ich habe nur noch mal meine Autos hier, wie gesagt, jetzt Kona geholt. Und spekuliere natürlich drauf, dass wir dann irgendwann März, April Model 3 fahren können. Wenn es früher ist, super. Kona habe ich, wie gesagt, jetzt hier mal reingebucht bis Ende Januar. Und da kommen noch die Videos habe ich noch nicht, deshalb empfehle ich euch hier nochmal meine Model 3 Videos. Die sind natürlich ganz aktuell, weil wir jetzt Model 3 bestellen können. Könnt ihr euch nochmal angucken, was ich jetzt da so mit dem Auto erlebt habe. Habe es ja alles gemacht hier, Walkthrough und
meine Fahrten und so ein paar Erlebnisberichte noch dazu. Guckt euch das einfach an, meine Praxistests. Ansonsten ist tatsächlich der Kona jetzt, ist es eine Alternative zum Model 3? Das ist meine große Frage jetzt hier im Kona-Test. Hyundai Kona, 64 Kilowattstunden Akku, da steht er bei mir jetzt hier, beziehungsweise in der Firma neben den anderen, da steht er neben einem Audi übrigens, ne? Das da ist ein Audi, ja, er ist ein bisschen kleiner als ein Audi, aber er sieht aus wie so ein SUV, Mini-SUV mäßig, ja, ist ein Model Y, keine Ahnung. Also, werden wir alles klären. Ansonsten, ich habe leider keine nächsten Termine so richtig, aber ihr könnt in dem Kalender gucken vom Elektromobilität Forum. Und da gibt es auch, ich habe noch eine Listenansicht, die habe ich jetzt bloß nicht dargestellt hier. Ja, da gibt es dann auch die Details und ihr könnt auch gerne neue Termine dort eintragen, dass wir die dort für nächstes Jahr auf jeden Fall sammeln. Ach, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, was einzutragen. Ah, ich mache euch noch einen Filmtipp hier für die langen Winternächte jetzt. Und zwar ein schräger Filmtipp, Project Almanac. Das ist ein Zeitreisenabenteuer, genau. Diese Jugendlichen haben eine Zeitmaschine gebaut. Nein, von dem Kollegen hier, der Vater hat die eigentlich erfunden und die haben sie bloß dann gebaut. Und ja, es fing so an, dass er hier entdeckt, dass er auf dem Video von seinem eigenen Geburtstag zu sehen ist. Ne, das ist er, ne? Und ja, die haben sie also schon gebaut und dann waren sie leider etwas unfähig. Die haben nicht die 6 richtige, sondern noch 5 richtige im Lotto. Ja, auf jeden Fall fand ich das nochmal eine schöne Idee für ein Zeitreisenabenteuer. Ich bin Fan von Zeitreisenfilmen übrigens, ja. Ich bringe euch noch ein paar andere Zeitreisenfilme, ne? Könnt ihr mal eine Umfrage machen, das ist der beste Zeitreisenfilm. Ich kann euch leider den Trailer nicht bringen, weil ich habe ihn mal probeweise hochgeladen und kam immer Urheberrechtsverletzungen und das ist immer Mist. Also habe ich euch eine kleine Smart-Werbung noch reingemacht zum Abschluss. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Nein, ich will den Film. Leute, wo ist mein Film geblieben? Verdammter Mist! Mir reicht! Tja, am Arsch. Bist du mich teuer? Alter, geht's noch? Wer sagt denn sowas? Du. Ah, Mist! Smart.